Dieses Video ist meine Message an alle Eltern und Lehrer von Oberstufenschülern, die ein sehr gutes Abitur erreichen möchten. Und damit herzlich willkommen zu diesem Video, vor allem natürlich an euch als Oberstufenschülern, aber vor allem natürlich auch an eure Eltern und eure Lehrer, deswegen auch an sie. Wenn sie mich noch nicht kennen, mein Name ist Leo Eckel, ich bin der Abiturcoach und betreue seit 18 Monaten Oberstufenschülern dabei, wie sie eben stressfrei ein sehr gutes Abitur erreichen können. Und ich bin natürlich sehr, sehr stark im Kontakt und natürlich auch mein Team mit den entsprechenden Schülern und wir merken natürlich da, wo die Probleme liegen und wie man das Ganze auch lösen kann. Und mit der Zeit wurde es bei uns jetzt natürlich auch verstärkt so, dass wir immer mehr Kontakt mit Eltern hatten, dass wir auch immer mehr Geschichten und Gespräche auch mit Lehrern hatten. Und was wir immer stärker feststellen, ist einfach, dass es eine extrem hohe Wahrnehmungsdifferenz zwischen dem gibt, wie es dem Schüler innerhalb der Oberstufe geht, wenn er versucht, ein sehr gutes Abitur zu schreiben, und was die Wahrnehmung der Eltern davon ist und gegebenenfalls auch die Wahrnehmung der Lehrer. Und ich sehe es derzeit mittlerweile einfach als meine Pflicht an, auch einfach auf diese Wahrnehmungsdifferenz hinzuweisen, weil was ich und mein Team sehr stark merken, ist, dass einfach die Schüler oftmals gar nicht wirklich kommunizieren, ja, zu Hause, wie es ihnen eigentlich wirklich in der Oberstufe geht, und dass auch Lehrer es sich vielleicht manchmal nicht böswillig, ja, aber einfach vielleicht auch des Bildungssystems geschuldet wegen zu einfach machen und auf eine sehr verallgemeinernde Art über Schüler urteilen und ihnen vielleicht auch nur sehr generelles Feedback geben. Und da denke ich, ist es jetzt einfach auch mal an der Zeit für jeden Schüler innerhalb der Oberstufenstufe, der eben auch ein sehr gutes Abitur machen möchte, einfach auch mal ein Statement abzugeben, damit vielleicht auch mehr von Eltern und auch von Lehrerseite verstanden wird, was wirklich in den Schülern vorgeht. Ich meine, ich persönlich lese natürlich sehr viele YouTube-Kommentare, viele Instagram-Nachrichten, betreue aber auch Dutzende Schüler jeden Tag, einfach auf sehr intensiver Coaching-Zusammenarbeitsbasis, und bin da einfach, glaube ich, wahrscheinlich so sehr wie niemand anderes in diesem Land, muss man einfach sagen, ohne damit jetzt arrogant sein zu wollen, aber ich denke, es ist einfach Fakt, dass niemand so intensiv mit Oberstufenschülern derzeit zusammenarbeitet wie mein Team und ich hier vor Ort. Und dementsprechend möchte ich da jetzt einfach mal eine Nachricht vorlesen. Ja, die habe ich auf Instagram von einer Schülerin erhalten. Ich hatte da in der Instagram-Story, also quasi in einem Online-Beitrag, danach gefragt, was die Punkte sind, wo man derzeit als Oberstufenschüler sagt, so, damit bin ich frustriert, damit bin ich unzufrieden, und das möchte ich auch einfach nicht mehr länger akzeptieren. Und ich möchte diese Nachricht natürlich anonymisiert einfach einmal vorlesen, damit da vielleicht auch ein bisschen mehr Verständnis und auch Einblick in den Kopf der entsprechenden Schüler auch gelangt. Also, ich lese die Nachricht einfach einmal unkommentiert und ungefiltert vor. Ich habe keinen Bock mehr, mich jeden Tag so unter Druck gesetzt zu fühlen. Ich habe keinen Bock mehr, wie eine Maschine zu leben. Lernen, 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 dann Klausur schreiben und alles vergessen. Aber nochmal richtig lernen und verstehen geht auch nicht, weil dann auch schon die nächste Klausur folgt und für die auch gelernt werden muss. Ich habe keinen Bock mehr, nach Perfektion zu streben. Ich habe keinen Bock mehr, mich und meinen Wert nach Zahlen zu definieren. Es kann nicht sein, dass ich mit einem Schnitt von 1,2 nicht zufrieden bin. Oder wenn ich in einer Klausur keine 100% korrekt habe. Ich bin einfach fertig. Ich will alles hinschmeißen. Und jetzt sitze ich hier, mache die ganze Zeit Hausaufgaben und danach wird weitergelernt, weil die nächsten 2 Wochen Klausuren, eine Präsentation und ein Test kommen. Bis Weihnachten wird das auch nicht besser. Und gleichzeitig stressen die Lehrer rum, dass man sich um Praktika kümmern soll und darum, was man nach der Schule machen möchte, weil wir uns ja in einem Jahr schon entschieden haben müssen. Ich kann das alles nicht mehr hören und ich weiß nicht, was ich machen soll. Jeder Tag ist so unfassbar anstrengend. Und was mir jetzt auch in diesem Video super wichtig ist, dass ich in keinster Weise irgendwelche Vorwürfe an irgendwelche Personen mache.
Ja, mir ist einfach nur wichtig, dass gewisse Missstände in dieser Hinsicht aufgeklärt werden. Denn ich führe sehr oft Beratungsgespräche mit Schülern, die einfach als großes Ziel haben, ein sehr gutes Abitur zu machen, und Eltern, die ihrem Kind extrem positiv, wirklich extrem positiv übergestimmt sind, die, wie soll ich sagen, wirklich auch alles für ihr Kind ermöglichen wollen, die einfach nur wollen, dass es glücklich ist und wirklich tolle Eltern sind, ja. Deswegen bitte auch jetzt nicht von meiner Seite verstehen im Sinne von, die Eltern machen irgendwas falsch oder die Lehrer machen irgendwas falsch. Überhaupt nicht. Ich bin grundsätzlich nie gegen irgendjemanden, sondern ich sehe alles immer als ein großes Team, und ich finde es sehr wichtig, dass man da dementsprechend dann auch zusammenhält. Und dieses Video soll einfach nur ein innerhalb des Teams, ja, sag ich mal, zwischen uns als Abitur-Coaching-Unternehmen, den Schülern, den Eltern, den Lehrern, vielleicht auch gewissermaßen des Bildungssystems, einfach eine klare Message sein, einfach auch eine gewisse, ein bisschen auch die Alarmglocken ringen, ehrlich gesagt. Denn was ich ganz oft feststelle, ist, dass die Schüler den Eltern nicht wirklich sagen, wie es ihnen geht. Mir auf Instagram schreiben sie es natürlich, ja. Dass die Eltern genau diese Probleme entweder gar nicht oder in einfach einer nur extrem abgeschwächten Form wahrnehmen, und dass oftmals dadurch, weil heutzutage viele Eltern, das ist wirklich meiner Meinung nach ein extrem positiver Trend, extrem viele Eltern machen heutzutage ihren Schülern überhaupt gar keinen Druck mehr. Ja, gerade wenn das eine Familie ist, die vielleicht auch einen höheren sozialökonomischen Status in unserer Gesellschaft hat oder einfach auch nur sich in der Mittelschicht befindet, gerade dann ist da sehr, sehr selten Druck von Seiten der Eltern da. Und das finde ich extrem positiv. Nur, was mir auch wichtig für die Eltern ist, dass sie das verstehen, dass auch wenn von Seiten der Eltern kein Druck gemacht wird, bedeutet das noch lange nicht, dass sich der Schüler nicht einfach selbst auch sehr stark unter Druck setzt. Und das ist manchen Eltern bewusst, manchen Eltern nicht bewusst, manchen Eltern, denen es bewusst ist, nehmen das ein bisschen auf die leichte Schulter und sagen so, oh ja, so schlimm ist es ja nicht. Und mir ist einfach super, super wichtig, dass darauf geachtet wird. Auch von Seiten der Lehrer, ja. Manche Lehrer, glaube ich, verstehen nicht, wie unendlich viel Arbeit, Aufwand und vor allem auch emotionales Investment von einigen Schülern in bestimmte Arbeiten geht und was das vor allem auch für sie emotional bedeutet, ob sie 11, 12, 13, 14 oder 15 Punkte bekommen. Und sowas muss ich ehrlich sagen, es regt mich auf. Ich kann jeden Lehrer verstehen, der sagt, ganz ehrlich, mein Gott, 12 Punkte sind auch schon super, 11 Punkte sind auch schon super. Ob du jetzt 15 oder 13 Punkte hast, spielt doch nicht die große Rolle. Das kann ich total verstehen, weil für einen Großteil der Schüler ist es ja auch so. Ja, für den Großteil der Schüler ist es alles super Noten und das ist top. Und es geht ja auch nicht darum, dass irgendwie die Note den Wert eines Menschen ausmacht oder so. Überhaupt nicht. Nur gibt es einfach Schüler, die sind extrem ambitioniert. Die wollen entweder Medizin studieren, Psychologie studieren, einen anderen Schnitt, der einfach mit einem entsprechenden NC versehen ist. Oder die wollen einfach jetzt innerhalb dieser 2 Jahre absolut Gas geben, damit sie danach einfach alle Türen offen haben. Oder sie wollen sich es auch einfach nur selbst beweisen. Weil ganz ehrlich, als Schüler ist nun mal die Schule dein Job. Und deine Noten sind eben ein Zeugnis davon, wie gut man seinen Job macht. Und ganz ehrlich, sowohl sie als Eltern als auch als Lehrer, so wie auch ich, wir wollen doch alle wissen, dass wir unseren Job gut machen, ja? Und dann ist es einfach derbe frustrierend, wenn ich als Schüler hingehe, sage, ich will mir den Arsch aufreißen, ich will möglichst viel lernen, ich will machen, 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 und mein Lehrer gibt mir nur 13 Punkte, weil er sagt, 14 Punkte bekomme nur ich und 15 Punkte bekommt nur Gott. So, und da werden sich in diesem bescheuerten Satz werden sich so viele Schüler jetzt auch einfach wiederfinden. Und da möchte ich einfach nur darauf aufmerksam machen, dass natürlich unser Schulsystem in vielen Hinsichten einfach darauf ausgelegt ist, eine möglichst breite Masse irgendwie durchzubekommen, ja. Aber ich will jetzt einfach auch mal für die ambitionierten, sehr guten Schüler plädieren, dass auch auf sie geachtet wird und auch ihr Ansporn, ihr Engagement nicht ins Lächerliche gezogen werden. Weil
von Seiten der Eltern, ich finde das super. Ich finde das super, dass sie nicht sagen, hey, sie braucht, mein Kind braucht den und den Schnitt und so weiter. Mir ist das egal. Ich liebe mein Kind, egal welchen Schnitt es hat. Ich finde das super und das sehe ich genauso. Nur wenn das Kind den entsprechenden Schnitt schaffen möchte, dann ist es einfach wichtig, dass man das ernst nimmt und vor allem auch den Druck, den sich der Schüler dadurch macht, dass man auch den ernst nimmt. Und der geht nun mal nicht weg, indem man sagt, mach dir einfach bloß nicht so einen Kopf. Stellen Sie sich doch mal vor, Sie haben bei Ihnen in der Arbeit ein super wichtiges Projekt, ja? Und Sie wissen, da hängt jetzt einfach das ganze nächste halbe Jahr dran. Stellen Sie sich vor, Sie würden ein Projekt machen, von dem Sie wüssten, dass es einfach einen extrem erheblichen Einfluss auf Ihre komplett weiteres Leben hätte. Und Sie arbeiten Tag und Nacht an diesem Projekt und machen und machen und machen und machen und machen. Und dann kommt von außen jemand und sagt, mach dir einfach nicht so einen Kopf. Hey, das wird schon. Alles ganz entspannt. Nimm's locker. Nimm's einfach locker. Natürlich sind Sie frustriert. Natürlich kommunizieren Sie mit dieser Person nicht mehr darüber, was Sie wirklich in Bezug auf dieses Projekt erreichen wollen. Und genauso geht's derzeit einfach super vielen Schülern. Deswegen lade ich Sie jetzt an der Stelle auch einfach ein. Ja? Es geht jetzt nicht darum, irgendwie als Schüler zu sagen, boah, warum nehmen meine Eltern mich die ganze Zeit nicht ernst? Ja? Es ist ja auch vollkommen logisch. Auch als Elternteil, man hat ein Leben, man hat seinen eigenen Beruf, man hat seine eigenen Dinge, um die man sich kümmern muss und ist sowohl zeitlich als teilweise auch einfach vom Know-how nicht in der Lage, sich intensiver mit den schulischen Problemen des Kindes auseinanderzusetzen. Vollkommen klar. Ja? Und auch von Seiten der Eltern geht es nicht darum, oh mein Gott, warum hat mein Kind mir das nicht gesagt? Würden sie ja, wie eben auch in dem Vergleich beschrieben, auch nicht tun. Ja, darum geht es nicht. Sondern, wozu ich sie jetzt einlade, ja, wenn sie merken, entweder du als Oberstufenschüler merkst, yo, genau das trifft auf mich zu, oder sie als Elternteil spüren gerade auch, Moment mal, irgendwie kann es, auch wenn ich es bisher mir nicht so gedacht habe, aber es könnte sein, dass das genau auf uns zu Hause zutrifft, dann lade ich Sie relativ herzlich ein, sich einfach mal bei uns auf eine kostenlose Beratungssession zu bewerben. Ja? Dazu finden Sie einfach den ersten Link unten in der YouTube-Beschreibung oder auch den ersten angepinnten Kommentar. Einfach mal draufklicken, Sie kommen auf unsere Webseite und können sich da eben dann kostenlos auch eintragen. Das bedeutet, da wird einmal mein Team mit Ihnen telefonieren, um einmal zu schauen, wo liegen gerade wirklich, ja, nicht von außen betrachtet, sondern wirklich professionell analysiert, wo liegen die Probleme des Schülers, wo möchte der Schüler wirklich hin, warum möchte der auch hin, ja, und dann können wir eben auch im gerne zu dritt, zu viert, auch mit einem Experten aus unserem Team darüber sprechen, wie wir eben genau das lösen können. Ja, dass auf der einen Seite der Schüler wirklich den Schnitt erreicht, den er sich vorgenommen hat und auch wenn er es nur einfach für sich persönlich erreichen möchte, ja, auch wenn Sie als Eltern da überhaupt gar keinen Druck machen, ja, und vor allem auch, wie das auf eine Art und Weise passieren kann, dass es eben nicht die ganze Zeit zu stressig ist. Ja? Weil genau darum geht es mir auch. Es ist ja nicht so, dass ich sage, okay, hey, die machen sich die ganze Zeit Druck und das muss man einfach mal akzeptieren. Ich akzeptiere das nicht. Ich hasse es, wenn Schüler sehr gute Noten schreiben und das unter Druck. Nur muss man im ersten Moment mal die Ambitionen des Schülers wahrnehmen und erkennen, dass das einfach ein gültiger Antrieb für diese Person ist und dann kann man ja immer noch darüber sprechen, wie man da den Druck und den Stress rausnimmt. Dafür sehr gerne einfach, wie gesagt, den ersten Link in der YouTube-Beschreibung oder auch im ersten angepinnten Kommentar nutzen und so auch den Direktkontakt zu uns suchen und da können wir dann eben auch in einem Beratungsgespräch darüber sprechen, wie wir dann beispielsweise auch durch eins unserer Coaching-Programme da dem entsprechenden Schüler dann auch weiterhelfen können. Darauf würde ich mich sehr, sehr gerne freuen. Auch ansonsten darüber hinaus bin ich sowohl von Seiten von Schulen, von Eltern, gerne auch von Schülern oder was auch immer da gerade von Interesse ist, grundsätzlich zum Dialog bereit. Ich finde, das Thema ist extrem wichtig. Würde auch gerne auf anderen Plattformen nochmal genauer darauf eingehen, weil es meiner Meinung nach einfach eine Sache ist, die ziemlich, wenn man es gut macht, ja, relativ schnell gelöst werden kann. Es muss nur einfach erstmal das Licht darauf scheinen und das wollte ich jetzt durch dieses Video vor allem auch anstoßen. Deswegen in diesem Sinne, zeigt dieses Video gerne auch euren Eltern, euren Lehrern, damit wir da einen sehr, sehr großen Stein einfach mal ins Rollen bringen. An dieser Stelle möchte ich mich dann jetzt hiermit verabschieden. Ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich dann auch über einen weiteren Kontakt mit Ihnen. Und an euch, liebe Oberstufenschüler, denkt dran, ich glaube an dich. Wir beide sehen uns im nächsten Video. Euer Leo.